Mir fallen gerade zu viel. Also das Problem, ich habe mir zwei meiner Pokémon mit. Ich habe auch keine Top-Genesung mehr. Ich kann nichts machen momentan. Du kannst mit deiner scheiß Lichtkanone, kannst du mir auf den Sack gehen. Lass mich doch einfach in Ruhe, ey. Besieg, 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 besieg. Come on. Ich befürchte, dass ich echt jetzt gerade. Ich weiß nämlich, die hat es, glaube ich, die hat die scheiß Top-Genesung noch. Und das ist das Problem an der Sache. Ich muss das Ding sowas von auf Zeit setzen. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich kriege aber auch nicht die Möglichkeit, mal noch ein zweites Pokémon dazu zu holen, weil die mir jedes Mal die Attacke trifft. Sofort bin ich down. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich würde ja gerne einfach mal so sagen, komm, ja, mach. Ich kann es nicht riskieren. Ich kann es nicht mal riskieren, weil, weil ich nicht weiß, ob ich es wegstecken kann. Die hat clever gewechselt. Sie hat das Ding definitiv auf ihrer Seite erstmal. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Ahnung, was. Das Problem, ich muss dieses Pokémon irgendwie mal down kriegen. Sonst ist hier Sense. Definitiv. Ich weiß, also Roserade hat noch. Was noch? Milotic hat Roserade und Knackkrag. Danach. Oh, ich habe mal was geschafft. Das heißt, ich kann mir wenigstens noch ein zweites Pokémon zurückholen. Ach, ich hätte jetzt mal Hypertrank setzen können, ne? Fuck it, Alter. Naja, gerade pass weg. Ich weiß echt nicht, wie ich weitermachen soll. Ich habe da gerade keine Plan, ey. Och, Mann, gib mir das einfach auf den Sack. Ich meine, ich habe ja noch ein Pokémon, ne? Alles andere bringt ja jetzt nichts. Steck doch mal irgendwie einen Attacker weg, rauch doch mal aus. Du weichst aber auch nie aus und sagst dann, nö, ich habe keine Lust. Wenn ich wüsste, wie viel die AP noch sind. Ich muss jetzt versuchen, natürlich auf die Zeit, komplett auf Zeit zu spielen, um vielleicht die Möglichkeit zu haben, zu sagen, jo, ich setze mal auf Verzweifler. Was anderes bringt mir ja jetzt nichts. Ich muss das Lucario runterkriegen. Und ich muss richtig auf Zeit setzen. Ich habe keine Ahnung, wie ich es sonst machen soll. So, jetzt habe ich das Viech. Ist jetzt auch, als wäre ein. Na ja, vielleicht noch eine Runde. Gut, komme ich jetzt an Lucario vorbei, habe ich zumindest wieder mit Roserade noch zumindest noch einen kleinen Move drin. Habe ich noch eine kleine, habe ich noch ein bisschen was in Aufbaugegner. Da war mir fast klar. Vielleicht kriege ich es irgendwie noch gedreht. Fall doch endlich. Ich muss jetzt also nochmal zurückwechseln. Ich muss jetzt taktisch spielen. Es bringt jetzt gerade nichts anderes als zu sagen, jo, ich probiere es jetzt gerade ein bisschen aus. Es ist mehr als. Ich bereue gerade, dass ich nicht noch mehr Beleber gekauft habe. Aber ich hatte, wenn ich ehrlich bin, Cynthia nicht so erwartet, dass es so mega stark ist. Aber das Viech, das setzt aber auch regelmäßig seine Scheißattacken ein.
So, jetzt habe ich, wenn ich Glück habe und sie jetzt nichts macht, habe ich Lucario weg. Nein! Nein! Was? Ehrlich? Das wäre ich mal weg gewesen jetzt. Du bist ein... Das ist doch scheiße, ey. Nein, wenn jetzt der Hagelalarm durch gewesen wäre, dann wäre es finito gewesen. So, jetzt gibt es noch einen Hagelalarm hinterher. Dann hätte ich zumindest die Möglichkeit. Ah, ich hasse das Vieh. Das ist so auf Single gerade. Und ich hatte nicht erwartet, dass es bei Lucario schon passiert. Das ist nicht wahr! Ey, das Viech hat tatsächlich noch einen scheiß KP. Naja, das Viech bin ich los. Ekelhaft hat das Viech. So, Milotic. Das bisschen auf Zeitspinne hat jetzt erstmal was gebracht.